Charles Tipp. Was geht ab? Hi, erstmal und so weiter und so fort. Wir sind wieder da. Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was gerade los war. Okay. So klickt man ins Spiel rein. Bam. So, Lautstärke anpassen. So. Nachgeguckt. Überlegt. Was habe ich getan? Ich bin auch gut durchgeschwommen. Suche immer noch nach diesem Typen. So, genau. Am letzten am Ende diese Dinger gefunden. Müssen sie einsetzen. Irgendwie sowas, genau. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja eh nicht, worum es überhaupt geht, großartig bisher. Außer dass hier ein sehr komisches Gesicht steht. Ich habe noch einen. Es geht. Steck es rein, du Sau. Oh wait. Ich rede schon wie diese eine. Tasten. Na, komm. Geschafft. Ich glaube, es funktioniert. Genau. Oh. Ja. Oh, da reinkommen. Ich könnte man theoretisch echt gut farmen, wa? Anyway. Oh, was haben wir hier? Aufgepasst! Schaut regelmäßig beim Fabrikator Nora vorbei, um vergessen nicht aktive Fähigkeiten zu lernen, ja, und eure Waffen zu verbessern. Oh, Mission effektiv wie möglich sein, bleibt aber. Ja, wir haben hier dieses Sperma-Zeug gelernt, aber keine wirklich Mission dafür gefunden. Okay. Ich hab dir gerade den Kopf abgehauen, der ist in die Richtung geflogen. Ich dachte, kommt Gegner, der ist wegen, weil dein Kopf war. Und nicht verkehrt. Gut, jetzt haben wir diesen Scheiß endlich mal geschlossen. Dann stört mich das nicht die ganze Zeit. So, wir gehen noch zum Grabbeln. Interessant. Ich quere die Dingens. Ich dachte, das ist eine besondere Kiste. Naja. Musik. Nein. Schöne Scheiße. Das kann man wohl sagen, Major. Lass das, Charles. Wir haben keine Zeit dafür. Oh. Ja, mit. Ich höre überall Sachen. Ich weiß nicht, was los ist. Okay. Was soll Krabbelmine oder so? Sieht so aus. Oh. Und noch so ein Ding. Was zur Hölle? Hm. Interessant. Muss man so zu nennen. Liegendes Viech. Naja. Da. Ja. 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 Warum nicht? Ich sehe schon, wo das hinführt. Eine Endlosschleife. Ich bin neugierig. Also ich immer diese Gamer, ey. Laut. Dann sollten wir den Wege folgen. Ich weiß immer noch nicht, wie viel Verpassbares es gibt. Ob es sich entsprechend lohnt. Das ist gut zu sehen. Muss man die Axt den Schaden erhöhen? Ich weiß nicht, ob Gegner stärker werden oder ob diese Standardroboter immer gleich bleiben. Nicht in Ruhe. Pass auf! Nicht in Ruhe, habe ich gesagt. Muss man so, hält der eh nur halt.
hier rüber. Super. Ich muss mal lernen, wie ich an Munition komme, wie viel man so findet. Ob ich nicht einfach ballern kann. Besonderen war es so resistent. Genau, ich wollte ja eigentlich Taste ändern. Upsala, gut. Geht doch. Du hast viele Tasten auf der Maus noch über. Ja, jetzt ist es an deiner Maustaste. Juhu. Anyway. Irgendwie traue ich dem nicht. Hm. Ist hier ein Parcours gedünst, dass es Sinn hat, auf diese Kiste zu steigen und sich hochzu. Will ich ausprobieren. Ich will wissen, ob sowas zu beachten gibt. Komm ich hoch. Aber ich sehe da oben nichts. Oh oh, na gut. Wird wohl nicht zu Geheimnis existieren. Speedrunner das ausnutzen irgendwie? Hm, wahrscheinlich. Ich bin ja kein Mitarbeiter, ich muss ja nicht hinhören. Oder bin ich das Problem des Sicherheitssystems? Oh, was haben wir hier? Was ist das? Bauplan, Elektro-MP-Generator. Und wir haben ja eine andere Waffe bekommen am Ende letztes Mal. Soll ich mal benutzen? Das waren diese Energien, ne? Ja. So, möchte sie mit mir sprechen oder nur arbeiten? Was soll es sein, Major? Waffen oder Fähigkeiten? Du darfst es sein. Naja, aber wir könnten jetzt das Ding bauen, aber ich wüsste nicht warum. Warum sollte ich das bauen? Kann ich die Stats sehen irgendwie, wenn ich sie bauen sollte? Da unten. Es steht da dran, der Rohr. Der Rotrost am Schaft dieser Axt ist das einzige, was sie mit einem Fuchs gemeinsam hat. Außerdem hat sie mit einer Drohung an den Feinde ihres Besitzers versehen. Oh, okay. Wie sind das? 3 Schaden, hohe Angriffsgeschwindigkeit, kurze, mittlere Reichweite. Ladungsschaden, Ladungsgeschwindigkeit. Also hier sehe ich das jetzt besser. Auch wenig Schaden. Langsam am Angriff. Reichweite im Mittel auch. Also die scheint einfach nur besser zu sein, die andere Axt. Plus irgendwelche Fähigkeiten, I guess. Mit den Wirbeln gelernt. Zugang gewährt. Verdammt. Wie langweilig, man kann vom Vorfeld alles sehen, aber so weit schauen wir gar nicht. Hat die irgendwas gelernt? Habe ich es verbessern gelernt oder was? Was Betäubungsaufsatz? Lauf. Ja, das ist in eingebaut. Ich weiß immer noch nicht genau, was ist. Wohl mehrere sind das. Mehr Energieverbrauch, aka sozusagen Munition. Aber da sie auch noch unbenutzt ist.
Okay, fuck it, ich baue erstmal die Waffe. Muss ja mal alles ausprobiert, oder? Herstellen. Na, gib her. Ich trau der Maschine so gar nicht, da reinzugreifen. Schneller angreifen, einhändig. Ohne Drehung. Nicht, dass die irgendwie nützlich war. Die war mehr sehr Anti-Orientierung. Zugang gewährt. Das kann man da verbessern so. Wahrscheinlich das gleiche alles, oder? Angriffsgeschwindigkeit. Mit den Schaden aufgeladene Angriffe. Wo war das mit dem Drehen? Das war ja diese Spitze da vorne. Rundschlag, also. Ach so. Dinge, Fähigkeiten, Griffe, whatever. Das heißt, die hat nicht das Ding zum Lernen. Aber hier wäre das theoretisch okay. Oder war das ein Gegenstand, den ich gefunden habe und dadurch ich das konnte? I don't know. Na komm. Bevor ich sie verbessere, teste ich sie. Vielleicht gefällt mir sie gar nicht. Dann ist doof. Gibt es noch andere Waffen, die diese Energie verbrauchen, anstatt Munition? Ich weiß ja doch nicht. Muss ich die abzulegen? Wir basteln. Wir spielen Resident Evil. Naja. Wie viel Platz hätte ich denn? Das ist automatisch okay. Nevermind. So viel Zeit verschwendet. Komm, wir gehen einfach. Speichern das, damit wir nicht sagen können. Na, okay. Oh. Was war von Ergonomie? Verwende Energiewaffen, Schusswaffen und Nahkampfwaffen mit Bedacht, um deine Ressourcen effizient einzusetzen. Okay. Was auch immer das heißt, nachschauen. Ah. Das hatten wir gerade schon. Ich bin kein Mitarbeiter. Wo soll ich hin? Ich soll runter. Okay. Ein Balken verbraucht. Ach schon. Ist ja gut. Das fühlt sich sehr komisch an. Und sie macht auf jeden Fall nichts bei den Dingern. Das ist ein Schloss. Das fühle ich doch hier rüber, um dann zu diesem Schloss zu gehen. Ja, ein Schnippschloss, ne? Na komm. Ich lerne. Es geht sich da nach dem Klick immer anders. What the fuck ist dieser Sound? Oh, sowas. Nein. Ah, schau an. Hey. Arschloch. Heißt eh jetzt benutzen und runterrutschen oder was anderes? Wahrscheinlich nur. Aber ich traue dir nicht. Oder sollte ich sogar hier lang? Man kann auch runter oder ist es so wieder hochklettern? Ich weiß es alles nicht.
Okay, das sieht nicht so aus. Warte doch. Klettermäßig was? Ja. Ich kann auch wieder rein. Kann ich die MP bauen? Autorisierung. EM war das, ne? Ich hab die einfach gefunden. Nee, hab ich nicht. Ich dachte, weil sie Farbe hat, ist sie schon genannt. Gut. Können wir jetzt natürlich nicht bauen. Standardpistole. Hey, what the fuck? Oh, wow. Sie ist frech. Elendes Stück Scheiße. Bitte Vorgang auswählen. Ich bin gerade verwirrt. Oh wait, wie war denn das alles? Eine Art Inventar? Oh, da ist ein Inventar. Okay. Ah, fuck. Kann ich nur so verändern? What? Ich bin da doof. Hier ist meine Axt. Hier sind die Stoßwaffen. Hier auf der rechten Seite war meine vorherige Axt. Das Inventar ist Bullshit. Sag mir, wie es ist. Um davon abzulenken, dass ich einfach nur inkompetent bin. So, ich will jetzt hier runtergehen. Ich will wissen, was hier ist. Gar nichts wahrscheinlich. Da sind wir halt auch nur da drunter, natürlich, aber... Schüsse. Dinger zumindest. Gut, dass ich dich ausschalten wie die anderen Maschinen. Bullshit. Wurde mir so oder mehr, ja, mehr oder weniger so beigebracht. Wir waren auf der anderen Seite, ne? Oder? Komm mal, guck. Was bist du denn? Das sieht neu aus. Was ist die Mission? Mit diesen Dingern. Ah! Drehen, Gegenstände drehen, ändern. Was ändern? Was willst du von mir? Wie funktionierst du, du Stück Scheiße? What the fuck? Schön so ohne Erklärung, ey.
Am Ende bin ich wirklich nur zurück, ne? Ja. Okay, es gibt einen Rückweg. Warum auch immer. Natürlich. Boah. Wie soll mich ein Spiel motivieren, wenn ich die ganze Zeit nur an den Arsch tritt, ey? Na gut. Ah, bin ich denn da? Interessant. Na gut. Screw you all. Oh ne, ich will nicht durch dieses Zeug schwimmen. Wäre ich angekommen. Oh, das hätte aber nichts geändert. Was noch? Reifen und dann. Na gut. Whatever. Menschen, ich weiß, dass du hier bist, Petrov. Du kannst nicht entkommen. Du hast 10 Sekunden, um dich zu ergeben. Ach, komm schon. Das ist Schloss, ey. Ach ja, ich fahr ja. Ach, das ist interessant. Wie weit dreht denn der immer? Okay. Ich bin sehr auf dem Schlauch im Moment. Wie war das 1 zu 4? Mein Hirn macht heute echt nicht mit. Außerdem. Interagieren eh. Ja. Witzigerweise ist es anscheinend auch Verlassen des Minispiels. So drehen. Fähigkeit. Es ist natürlich scheiße. Hoffen wir, dass das in anderen Spielen nicht notwendig wird, eh zu drücken. Das. Warum habe ich aufgemacht? Ich werde oft gefragt, warum ich ein Neuro. Das ist genau. Naja, ich nehme an, dass wir uns zurückgehen. Immer. Gemäß den biometrischen Werten ist das Petrov. Wirklich? Schöne Scheiße. Es ist tatsächlich Petrov. Ich habe geahnt, dass es so enden würde. Zauberer, hier ist P3. Zauberer hier. Hast du Petrov gefunden, mein Junge? Ich habe seine Leiche gefunden. Er wurde geköpft. Ein Lader hat seinen Schädel total zermatscht. Verdammt. Sein Kopf enthielt Codes, mit denen ich diesen Albtraum schnell hätte beenden können. Es tut mir leid, Dr. Sechenov. Ich bin zu spät gekommen. Na, dann müssen wir das Problem eben anders lösen. Hatte er Ringe bei sich? 2 goldene Ringe? Nein, keine Ringe. Nur eine Kerze. Verstanden. Du musst dich sofort bei dem WDNH melden, P3. Wir haben größere Probleme als Petrov. Was könnte schlimmer sein als Petrov? Stockhausen wird dich bei dem WDNH informieren. Schnell, die Zeit drängt. Verstanden, mein Junge? Verstanden, Zauberer. Bin schon unterwegs. Okay, Zauberer ist ein dummer Name.
Die Kiste sich lohnt zu öffnen. Ach, scheiße. Ach, hier kam ich am Anfang rein, oder? Oh, meine Fresse. Nimm die Kerze einfach mit, I guess. Ernsthaft? Na gut. Ist zu einfach. Ach, hier muss man die beiden aktivieren. Wo war die andere drinne? Da oben oder da oben? Da oben. Plötzlich haben diese zwei Dinge einen Sinn. Yay. Aus Reichweite, unerwartet. Oh, hätte reichen können. Fehler. Daten für das interne Mikroklima des PEC-4-Energiegenerators sind suboptimal. Erzeugung von Strom ist nicht möglich. Die Energie der Kerzen reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das Lebenserhaltungssystem hat vier Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, vier Sockel, vier Behälter. Okay. Das Gefühl, ich könnte auch so zu Fuß zurücklaufen am Ende, ey. Hitzewerkstatt, Algenwerkstatt, Pestizid, Kältewerkstatt. Aber wo sind die? Muss ich jetzt nochmal im Kreis laufen, wo ich gerade herkam? Maybe? I don't know. Die Tür ist abgeschlossen. Ohne Strom können wir sie nicht öffnen. Ich fühle mich missinformiert oder nicht genug informiert. Aber ich darf nicht durch. Oh, ich dachte, ich bin laserimmun mittlerweile. Vielleicht auf die Schilder. Naja. Na gut. Charles, ich bin in der Hitzewerkstatt. Es könnte unangenehm werden, wenn ich hier so lange drin bleibe. Nein, die Labortische in der Hitzewerkstatt oder dem Thermarium brauchen zwar hohe Temperaturen, aber die Temperatur in der Werkstatt selbst ist recht angenehm. Okay. Ach du Scheiße. Wo kommen all diese Monster her? Es ist nur eine Hypothese. Aber ich vermute, das sind die Körper toter Soldaten, die mit Sprossen infiziert wurden. Eine verdammte Hypothese? Willst du mich verarschen? Das ist nur meine eigene Schlussfolgerung. Das ist noch nie zuvor passiert. Scheiße. Wie ist das passiert? Ich vermute, dass mit den Sprossen etwas schiefgelaufen ist, nachdem Petrov die Fehlfunktion ausgelöst hat. Okay. Okay, warum nicht? Mitteilung erhalten haben. Mittel sich bis Ende des Tages bei der Rückseite.
Wabel. Also auch ausreichend. Na gut, warum nicht? Echt nicht gut, dafür läuft's. Irgendwie. Okay. Okay. Schöne Scheiße. Es wird immer beschissener. Noch so ein Viech mit Säure spielen. Macht den Drover. Wie viele kommen denn da noch? Alle. Natürlich noch einer. Ich mag die Viecher übrigens zu bekämpfen, nicht die Worte. Jetzt mehr? Nö, ne? Wait, die Viecher explodieren jetzt? Meine Fresse. Der berechnet denn mit sowas? Schön der Reihe nach, ihr Drecksdinger. Hey! Kannst du... Kannst du mich bitte erledigen? Was zum... Eine... Welche... Sanitäter? Die ganze Anlage ist den Bach runtergegangen. Und wer weiß, wann der Rettungstrupp hier sein wird. Aber ich habe jetzt Schmerzen! Ich werde nie wieder laufen können! Vielleicht kann man das Ding irgendwie anheben. Einen Moment. Wir waren zu dritt. Sie versuchten es zu heben, aber vergeblich. Ein Roboter würde es schaffen. Aber die können wir nicht mehr fragen. Was? Warum ist hier denn alles den Bach runtergegangen? Wenn sich das nur in Wawilow ereignet hätte, wären Leute von anderen Komplexen schon eingetroffen. Aber das passiert überall. Ist das nicht klar? Alles klar. Ich lass mir was einfallen. Beeil dich! Es tut verdammt weh! Verdammte Scheiße! Was? Hey! Warum bin ich... Was ist passiert? War das auch eine Polymererinnerung, Charles? Natürlich. Kann er sich nur daran erinnern, verletzt zu sein? Ich hätte nicht erwartet, dass er sich... zuzeigt. Was ist mit mir passiert, Jack? Du bist schon tot. Warte einfach ein bisschen. Warten? Auf was warten? Und was meinst du mit du bist schon tot? Hey! Erledige mich! Töte mich! Du hast's versprochen! Alles klar, ich bin weg. Meine Fresse.
Okay, warum nicht? Ja, gut. Wir haben wieder zwei Drehungen. Schauen. Gegenüber müssen sie sein, wa? Der dreht immer um zwei Punkte, okay. Jetzt, wo ich es verstanden habe, weil das die eine Seite nicht benutzen kann. Jo. Scheiße, der Igel tritt durch. Leckt mich am Arsch. Normalerweise ist das ein ganz harmloser Vermessungsroboter. Von wegen harmlos. Was hat er denn noch für Tricks auf Lager? Ich weiß nicht, ich habe keinen Zugriff auf die Daten dieses Modells. Ich wünschte, er hätte keinen Zugriff auf uns. Ich bin ganz deiner Meinung, Genosse Major. Los, suchen wir den Behälter. Zumindest müssen wir nicht die Tür zu dieser Werkstatt suchen. Wir klettern einfach durchs Fenster. Ja, wir gehen gleich, I guess. Materialien. Was ist das denn? Feuerkartusche. Ach ja, Elemente für die Waffen, I guess. Speichere Daten. Was soll es sein, Major? Nicht genug Teile. Und Ressourcen. Weil ich es im Lager habe, wa? Glaubte, dass ich sie noch nicht hätte. Oh Gott. Oder? Oh, I guess. Na gut, Was ist das da? So, wie viel kann ich ja nicht tragen? Wait. Ich habe noch ein Inventar, ich kann es ja sehen. Ich hätte... Autorisierung. Major. Was ist denn aus? 140? Oh, wir haben was eingesammelt. Was sind die? 75. Dafür musste ich einmal hier durch. Sieht von Kartuschen. Na gut, hau rein. Müssen wir eh mitnehmen. Könnten wir jetzt was holen von denen? Wird schon nützlich sein, hau rein. So. Noch mehr Kartuschen? Oder nee? Aus. Anzuschuss von Laserfall. Ein Haus von extra aus Sprint war das. Wo war nochmal irgendwas mit Verteidigung? Da, beim Sprint bist du gegen sämtlichen Schaden geschützt. Also wirklich Immunität gegen den Schaden. Und mehr Heil, I guess. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier hoch, dann in die Richtung. Das heißt, wenn ich auch den Sprint nicht richtig treffe, kriege ich keinen Damage und werde dann trotzdem nicht um. Habe ich gerade 1 auf 0 verbraucht, genau? Wow. So. Und den Schaden verbessern. Wait, was ist denn der Lauf? Betäubungsaufsatz. Lauf. Was? Erhöht den Schaden. Erhöht Feuerrate. Roboter Schaden. Erhöht Schaden mit jedem Treffer. Okay. Könnte ich dich machen? Da wird mir niemals die Munition ausgehen. Komm mal rein. Was ist, was ich nicht habe? Energieverbrauch. Nee. Anders Geschwindigkeit interessiert mich gar nicht. Das Ding ist ja schon so am Wurmwedeln. Ich gebe Schaden dann später. Andere Kling? Wait. Rezept erforderlich, schauen. Dann lohnt es sich also gar nicht, die zu verbessern, wenn man die austauscht, I guess. Ganz grob gesagt. Auf Karte anzeigen, das kann man sehen, okay. Und hier was verändern? Angriffsgeschwindigkeit, Sperrangriff, aufgeladener Schaden. Schadenschwelle beim Angreifen, okay. Töten eines Gegners erhöht den Schaden.
Wie auch immer das logisch erklärbar sein soll. Also alles erhöht immer so die gleichen Stats. Ja, die Kartuschen-Dingens. Wenn man Element hat, LED anbauen kann. Ne? Schaltet er frei. Was macht das? Die Installationsgeschwindigkeiten. Wenn sie verbraucht. Okay. Elementarschaden erhöhen. Erhöht noch mehr. Also die Möglichkeit, überhaupt Elementare anzubauen, wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber ich bin nicht sicher, ob sich das auf der Axt lohnt. Ganz ehrlich. Wahrscheinlich mehr hier sogar. Das hat mir nicht drauf gebaut. Feuerrad. Okay. Oder? Ideen nochmal erhöht. Feuerrad. Da wird nochmal Schaden. Ich mag Schaden. Installieren würde es dann den ersetzen, ja. Ist teuer, aber hau rein. Also, wie fährst du, wenn die Ressourcen stehen? Okay. Wait, heißt das, das habe ich zurückbekommen? Okay, cool. Durchschuss interessiert mich jetzt nicht erstmal. Magazin erweitern, klingt nett, muss nicht sein. Dusche auch. Und hier mache ich das einfach mal. Dann lernen wir da. Nutzen wir die Waffe zum Lernen. Verbessern brauchen wir noch nicht, weil wir wissen noch nicht mal, wie wir es benutzen. Ich einen Tipp, wenn ich das Menü verlasse, wer weiß. Nope. Mittlere Maustaste. Speichere Daten. Wir hatten doch irgendwo eine. Nee. Ach, das war sowas. Naja, keine Ahnung. Wir müssen mehr Platz sehen wir jetzt hier. Adrenalinkraft-Dings. RPM-Munition, oder? Das ist sowas, kann man lagern. Das war so schlimm, ist es vom Platz her. Was soll es sein, Major? Waffen. Egal, ich bin immer noch am Lernen. Wo war das wechseln? Nee, so. Lager. Damit. Vielleicht benutzen wir euch mal. Ich weiß es noch nicht. Naja, whatever. Speichere Daten. Das wird ein Chaos, diese Aufnahme. Das Ding wird mich dann nicht durchlassen, oder? 100 Pro. Okay. Komm her. Das Laser. Ne? Oh. Mann. Geht sogar voll. Was meinst du, wo der Behälter sein könnte? Auf einer dieser Plattformen befindet sich ein Spender für lumineszierendes Polymer. Suchen wir ihn. Ich weiß, ich hätte auch laufen können. Ja.
Yay, wir können was erschießen. Ich bin fröhlich. Welche? Will ich hier wegschießen, bevor ich hier irgendwas aktiviere? Mist. Hier ist kein Kanister. Wir finden hier bestimmt irgendwo einen. Wir haben den Verteiler gefunden. Jetzt brauchen wir noch einen Kanister. Kommt ja. Stimmt bei dir was nicht? Yep. Die Pistole auf einmal, wenn man einfach schießen kann ohne Rücksicht. Wenn man sich genug Zeit lässt zwischendurch, hat man hier unendlich Munition, ne? Der Verstand leitet uns. Alter, dieses Zeug, ey. Funktioniert dieser Kanister? Der Form und dem Durchmesser nach zu urteilen, schon. Der Sound eben gefällt mir nicht. Und? Wo bleibt der Hinterhalt? Kanister entdeckt. Synthetisiere Luminopolymer. Kanister wird in 35 Tagen gefüllt sein. Oh, Scheiße. 35 Tage? Na toll, dann komme ich später wieder. Der Synthesevorgang kann beschleunigt werden. Hey, das klingt gut. Wie denn? Die Mischer, die das Rohpolymer mit anaeroben Bakterien anreichern, laufen mit fester Geschwindigkeit. Wenn wir sie beschleunigen, läuft also auch der Vorgang schneller. Wo ist die Bedientafel? Es gibt keine. Normalerweise ändert sich die Geschwindigkeit nicht. Aber eine Schockdetonation könnte den elektrischen Motor... Ja, ja. Red schneller. Habe ich mir Zeug Erinnerung oder sowas? Ich hab immer Stimmen. Du schon wieder? Oh Gott. Es gibt keine. Normalerweise ändert sich die Geschwindigkeit nicht. Aber eine Schockdetonation könnte den elektrischen Motoren zusätzlichen Strom verschaffen. Jetzt müssen wir nur noch die Motoren finden. Ich will immer die Maschine, aber ich habe kein Material in irgendwas. Ja, alles klar. Wusstest du, dass es hier eine Seilbahn gibt? Ich dachte mir, dass es eine Möglichkeit gibt, an die Geräte an der Decke zu kommen. Ach, bitte kein Schneckentempo. Natürlich. Noch langsamer. Vorsicht, das geht tief runter. Ich könnte mich verletzen. Verletzen? Du Optimist! So bin ich halt. Beschleunigung durch Motorübertaktung. Kanister wird in 20 Tagen gefüllt sein. Okay. Es hat funktioniert. Das Leuchten ist sogar irgendwie schön. Achtung! Durch die ungeplante Wartung wurde der Reparaturalgorithmus eingeleitet. Ich hab so ein ganz mieses Gefühl. Ach, wie Ding. Besser.
Warum kann diese beschissene Seilbahn nicht schneller fahren? Diese Ereignisse hat niemand vorhergesehen. Das war eine rhetorische Frage, Charles. Oh. In der Luft springen? Was? Wegen du springst auf Licht, in der Luft zu springen? Tippe während des Springens auf Shift, um ein weiteres Mal zu springen. Also ausweichen. Ach, Spurten auch, oh, nicht in der Luft springen, sondern Spurten. Idiot. So, darum geht's, ne? Aua. Wow, 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 wow. Scheiße. Da rein, ja. Ich leuchte. Möchte ich, wenn ich rauskomme? Schief. Natürlich läuft alles schief. Ach komm. Rüberkommen. So, zwei Tutorial für Saster. Okay, sag das. Oh, das war das mit dem Drehen. Sind alle leer. Ist es überhaupt aktiv oder wird es aktiv, wenn ich bald eins drücke? Ja, ich habe Punkte investiert zum Stärker machen. Macht Sinn, ich weiß. Oh, das ist ein Trainer. Lernen wir doch direkt. Blau hoch. Seht das? Ja, Hauptsache es kommt an. Scheinbar. Oder? Ja, ich muss zurück. Fehlt echt Feedback bei solchen Sachen. Hast du richtig gemacht. Oh, gut, danke. es fährt weiter. Ich muss lernen, wie das Spiel funktioniert. Es ist okay, Schaden zu nehmen. Man ist nicht unverwundbar. Kriegt extra Heiltränke wegen dem Schaden. So. Weißt du warum? Ich habe das überhaupt nicht im Kopf. Da kommen die Viecher noch an oder nicht? Und dann die arbeiten die da hinten nur. Scheiße. Ja, jetzt bin ich auf Cooldown. Kanister wird in einem Tag gefüllt sein. Jetzt müssen wir nur noch den letzten Motor beschleunigen. Wenigstens ist Munition kein Problem. Angenehme Beleuchtung, in der Ferne summt der Cellas, wie romantisch. Jetzt nehmen. Okay. So viel zum Upgrade von Munition sparen für die Waffe. Gib's ja zu, ich sollte schauen.
Okay, schauen wir direkt. Wie viele Teile brauche ich für sowas? Autorisierung. Ja, wie viel Munition gedingens würde denn sowas sparen? Laub, was ist das hier? Energieverbrauch verringern. 20 von sowas, 12 und 3, okay. Findet sich irgendwie von alleine. Wieso gibt es keine Brücke? Oh. Einer von vier, geil. Hey. Nicht. Ja. Okay. Das Werfen ist bescheuert. Okay. I guess. Genosse Major? Ja. Hast du was Konstruktives zu sagen? Habe ich dich irgendwie gekränkt? Warum lässt du deine Frustration an mir aus? Tut mir leid, ist nicht deine Schuld. Ich ärgere mich nur über mich selbst. Warum? Du hast Petrov nicht umgebracht. Er wurde von seiner eigenen Waffe getötet, einem feindseligen Roboter. Das spielt keine Rolle. Ich sollte ihn lebend fassen und habe versagt. Und das ist noch nicht alles. Sechenov hat mir das Leben gerettet. Er ist wie ein Vater für mich. Soweit ich mich erinnere. Ich habe ihn enttäuscht. An wie viel von deinem Leben kannst du dich erinnern, Genosse Major? 2 Jahre, vielleicht etwas mehr. Ich weiß nicht mehr viel aus der Zeit vor der Verletzung, aber... Wie gesagt, er ist wie ein Vater für mich. Wenn ich eins sicher weiß, dann das. Na schön. Aber es ist unlogisch, wegen etwas mit dir zu hadern, wofür du nichts konntest. Logisch oder nicht, das ist doch egal. Dr. Sechenov hat sich auf mich verlassen und ich habe nicht geliefert. Jetzt ist er enttäuscht von mir und ich fühle mich scheiße. Wenn es nur das ist, dann denk einfach nicht mehr dran. Da bist du nicht der Einzige. Wie meinst du das? Liegt das nicht auf der Hand? Genosse Sechenov ist immer von allen enttäuscht. Man kann ihm nichts recht machen. Sein Perfektionismus ist krankhaft, das weiß jeder. Jeder einzelne Mensch in seinem Leben hat ihn enttäuscht. Was? So ein Schwachsinn. Neuropolymer-Handschuhe sind nicht imstande zu lügen. Oh, ja, da ist was dran. Okay. Luminopolymer-Kanister verboten. Oh Mann. Der Baum. Er leuchtet. Wunderschön. Die einleitende Energieerzeugungsphase hat begonnen. Oh, how beautiful. Naja. Wait, wir haben es jetzt, ne? Naja. Wait. Muss ich hier lang? Es ist ein bisschen höher. Hier ist auch ein Weg. Oder auch nicht. Naja, komm. Ah, lol. Oh. Warum liegen nicht hier? Bauplan mittlere Neurobenkapsel. Ist das nicht ein besserer Heilungsteil für 100? Maybe?
I don't know. Oh. Oh, das hätte jetzt schief gehen können da. Sammeln, nichts. Okay, da runter. Oh. Natürlich müssen wir schauen. Wir haben Schnipser, Schnipser. Hey, ich hab den Schnipser langsam raus da. Und ist das ein richtiger Weg oder wieder nur eine Abkürzung für irgendwas? Sieht mir nach einer Abkürzung aus. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal, ne? Ja, gut, kann ich kurz saven. Speichere Daten. Und dann muss ich auch für heute erstmal aufhören. Was hältst du von unserer Birke, Süßer? Die in dem riesigen Glasding? Was ist damit? Sie wartet auf einen Helden, genau wie ich. Auf jemanden, der sie aus der beißenden Kälte rettet. Ach, jetzt ist aber mal gut. Eine gestörte Blechbüchse reicht mir. Ich wusste, du würdest mir treu bleiben. Zieh den Handschuh aus, dann sind wir für immer zusammen. Darauf würde ich nicht warten. Also, warum ist diese Birke so wichtig? Sie ist überhaupt nicht wichtig. Du musst sie aufwärmen, kannst sie aber ignorieren. Sie ist ein dummer Baum. Nicht wie ich. Schöne Scheiße. Wenigstens redet der Baum nicht. Ohne mich wärst du einsam, Süßer. Hm, wäre ich das? Effektiv aus ist zu benutzen. Ich weiß auch nicht, wie man davon bekommt. Egal. Jetzt hätte ich angefangen zu reden, hätte ich es schon beendet. Also. Schätzchen. Hahaha.